Es sind nur 30 Sekunden, die das Leben von Zainab und ihrer jüngeren Schwester für immer verändern. 30 Sekunden, die sie von ihrem alten Leben trennen. Ein Leben, das sie unbeschwert in einer liebevollen Familie verbracht haben. 30 Sekunden, die ihnen das auf einmal alles nehmen, die Zainab und ihre Schwester zu Waisen machen und die bis heute nicht begreifen können, was sich ereignet hat. 30 Sekunden, in dem aus einem scheinbaren Familienurlaub einer der rätselhaftesten Kriminalfälle wird, der mehr Fragen als Antworten aufwirft. Rätselhafte Reise. Es ist der 5. September 2012. Ein Mittwochnachmittag in den französischen Alpen in Chevalin, nahe der Stadt Annecy. Es ist ein sonniger, spätsommerlicher Tag in der idyllischen, von dichten Wäldern umgebenen Umgebung. Und auf einem Parkplatz am Ende der Straße steht ein weinroter BMW. Er gehört der Familie Al-Hilli. Saad und Iqbal Al-Hilli sind seit knapp 10 Jahren verheiratet. Ihre Familien stammen beide ursprünglich aus dem Irak und sind nach Großbritannien umgesiedelt. Beide gehören wohlhabenden Familien an, konnten bereits in ihrer Heimat gute Bildung genießen und haben in ihrer Wahlheimat gut bezahlte Jobs bekommen. Der 50-jährige Saad ist gelernter Ingenieur und arbeitet im britischen Surrey an Satellitensystemen. Seine 3 Jahre jüngere Frau Iqbal ist Zahnärztin. Seit 2003 sind die beiden verheiratet. Sie sind gläubige Muslime und leben mit ihren beiden kleinen Töchtern in einer millionenteuren Villa südlich von London in einer betuchten Gegend. Die Al-Hillis sind als freundliche und hilfsbereite Menschen und liebevolle Eltern in der Nachbarschaft bekannt. Sie reisen gern, haben im französischen Burgund ein Haus gekauft, das sie zu einem Ferienhaus renovieren wollen, und bereisen oft mit ihrem Wohnwagen Europa. So auch Anfang September 2012. Saad und Iqbal, ihre beiden Töchter und Iqbals 74-jährige Mutter Suhaila Al-Alaf haben gerade einen Campingplatz am Lac d'Annecy verlassen. Doch ob sie wirklich Urlaub gemacht haben, ist bis heute nur eines der unzähligen Rätsel im Fall. Saad und seine Familie sind oft mit ihrem Wohnwagen campen gefahren. Doch sein Bruder Said zweifelt daran, dass die Familie nur wenige Tage vor dem Schulbeginn in Großbritannien noch in Frankreich verbracht haben soll. Doch eine andere plausible Erklärung hat er auch nicht. Seit einem Jahr kommunizieren die Brüder, die eigentlich mal eng verbunden waren, nur noch über ihre Anwälte. Der Grund sind Erbstreitigkeiten. Ein Jahr zuvor starb ihr Vater, der als Anwalt und Unternehmer für Haushalts- und Toilettenpapier ein beachtliches Familienvermögen angehäuft hat. Nach seinem Tod hat er seinen Söhnen 1 Million Euro auf einem Schweizer Bankkonto, ein Haus südlich von London und eine Ferienwohnung in Spanien hinterlassen. Doch das Testament ist ungenau formuliert. Sowohl Saad als auch Said interpretieren es zu ihren Gunsten. Und seit einem Jahr hat die Streitigkeit die einst enge Bindung zerrüttet. Familientreffen haben nun Anwaltsschreiben ersetzt, die einzige Kommunikation, die noch zwischen den Brüdern stattfindet. Doch vielleicht ist es das Geld, das die Familie Al-Hilli Anfang September 2012 an den Lac d'Annecy getrieben hat. Schließlich ist er nur wenige Kilometer von Genf entfernt. War der Trip nur als Familienurlaub getarnt? Und wollte Saad seinen Bruder ausstechen, um das Geld des Vaters ohne sein Wissen von der Bank zu holen? Hat die Gier ihn und seine gesamte Familie in eine unfassbare Tragödie gestürzt? Es ist heute nur eine von vielen Theorien, weshalb es die Al-Hillis überhaupt in die französischen Alpen verschlagen hat und warum sie an einem Ort waren, der bis heute ein noch viel größeres Mysterium birgt. Aus dem Nichts. Saad, Iqbal, ihre Mutter und die beiden Töchter fahren an diesem 5. September 2012 eine steile, enge und von Schlaglöchern übersäte Straße am Rand des kleinen Ortes Chevalin hinauf. 3 Kilometer gibt es keine Wendemöglichkeit und die Straße endet an einem Waldparkplatz, wo die Familie hält. Saad und seine ältere Tochter Zainab steigen aus. Die 7-Jährige sieht einen Fahrradfahrer, bevor alles ganz schnell geht.
Sicher ist, dass niemand aus der Familie den Schützen vorher gesehen hat. Und erst in den Sekunden, nachdem die ersten Schüsse gefallen sind, begriffen haben, was dort am Ende des steilen Waldweges auf sie lauert. Ihr Tod. Aus einem der dicht bewachsenen Wälder direkt neben dem Parkplatz stürmt ein Schütze, der auf die Familie schießt. Und das mit einer solchen Präzision, wie es die Polizei sonst nur von Profis kennt. Saad schreit noch seiner Tochter zu, dass sie ins Auto steigen soll, bevor er selbst im Kugelhagel auf den Fahrersitz hechtet, den Rückwärtsgang einlegt und versucht loszufahren. Das Auto dreht einen Halbkreis. Der Schütze steht in der Mitte, bis der BMW im Waldboden stecken bleibt. Saad ist zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich bereits tot. Hingerichtet mit 2 Kopfschüssen und 2 Schüssen in den Körper. Auch Iqbal sitzt tot auf der Rückbank. Ebenfalls erschossen mit 4 Kugeln. 2 davon in den Kopf. Neben ihr ihre Mutter, auf die 3-mal geschossen wurde. 2 davon in den Kopf. Tot am Auto der Familie liegt ein weiterer Mann. Der Radfahrer, den Saad und seine Tochter wenige Sekunden vorher gesehen haben und der als der 45-jährige Franzose Sylvain Moyer identifiziert wird. Nur eine Person steht jetzt noch dem Mörder gegenüber. Die 7-jährige Zeynep. Sie ist vor Schock erstarrt und nicht, wie ihr Vater ihr zugeschrien hat, ins Auto geflüchtet. Auch auf sie hat der Schütze geschossen, sie allerdings nur an der Schulter getroffen. Nun steht sie dem Mann gegenüber, der innerhalb weniger Sekunden ihre gesamte Familie hingerichtet hat und spürt plötzlich einen heftigen Schlag auf den Kopf. Er hat ihr mit dem Griff der Waffe auf den Kopf geschlagen, bevor er flüchtet. Es ist kurz vor 16 Uhr, als ein Radfahrer die Straße entlang fährt. Er sieht bereits von weitem das Auto der Familie auf dem Parkplatz und dass davor ein Mensch liegt. Er vermutet einen Verkehrsunfall. Doch als er näher kommt, sieht er, dass ein Mädchen auf ihn zukommt und vor seinen Augen zusammenbricht. Erst dann bemerkt er die 4 toten Menschen, die auf der Straße und im Auto liegen. Es ist ein Verbrechen, das die kleine französische Ortschaft Annecy vorher noch nie erlebt hat. Aus der gesamten Region werden Einsatzkräfte angefordert, die Straßen absperren und die Wälder durchkämmen, denn eigentlich kann der Täter noch nicht weit sein. Ein Rettungshelikopter fliegt die schwerverletzte Zeynep ins Krankenhaus, die mit einem Schädelbruch und einer Schusswunde die Morde überlebt hat. Und stundenlang wird der Tatort sichergestellt. Es werden Patronenhülsen eingesammelt, Blutspuren dokumentiert und Fotos gemacht. Erst nach 8 Stunden untersucht die französische Polizei die leblosen Körper im Auto und finden unter den Beinen ihrer toten Mutter versteckt die jüngste Tochter der Al-Hilis. Sie ist unverletzt. Am Tatort kann die Polizei 21 Patronenhülsen sicherstellen. Der Täter hat nur auf die Scheiben gezielt. Keine einzige Kugel ist in die Karosserie des Autos eingeschlagen. 17 Kugeln haben Menschen getroffen. 8 davon sind gezielte Kopfschüsse. Jeweils 2 pro Person. Die Morde tragen die Handschrift eines Profis. Für die Polizei steht schnell fest, dass die Tat geplant war. Die Familie sollte an diesem spätsommerlichen Tag in den französischen Alpen sterben. Doch warum? Ein Motiv? Es dauert nicht lange, bis die Polizei eine erste Spur verfolgt. Was, wenn die Al-Hilis wegen dem Offensichtlichsten ausgelöscht werden sollten? Geld. Nur einen Tag nach dem Vierfachmord muss sich Said Al-Hili den Fragen der Ermittler stellen. Schließlich hat er seit einem Jahr mit seinem Bruder kein Wort mehr gewechselt, weil sie sich wegen des Erbes ihres Vaters zerstritten haben. Hat er vielleicht einen Auftragsmörder angeheuert, um an das Millionenerbe zu gelangen? Musste die gesamte Familie sterben, damit er der Alleinerbe ist? 2 Wochen muss sich Said in Untersuchungshaft erklären. Seine Handys und Laptops werden auf mögliche Spuren und Kontakte untersucht. Doch er ist unschuldig. Er sagt die Wahrheit. Er und sein Bruder haben versucht, die Erbstreitigkeiten über ihre Anwälte klären zu lassen und eine Lösung zu finden, auch wenn sie nicht mehr miteinander gesprochen haben.
Noch während Said im Mittelpunkt der Ermittlungen steht, sickert ein weiteres mögliches Motiv an die Öffentlichkeit. War Saad ein Spion? Auf seinem Laptop und USB-Sticks im Wohnmobil auf dem Campingplatz findet die Polizei technische Daten, die sie sonst nur aus der Spionage kennen. Was, wenn der vermeintliche Familienurlaub nur Tarnung war? Warum sollte Saad beim Campingurlaub überhaupt Daten von der Arbeit auf USB-Sticks bei sich haben? Hat die Familie auf dem abgelegenen Waldparkplatz in den französischen Alpen nicht zufällig Rast gemacht, sondern hat Saad dort sensible Daten aus der Luft- und Raumfahrttechnik verkauft? Hat sich Saad in falscher Sicherheit gewiegt und zu einem Treffen mit seinem Auftraggeber seine Familie mitgenommen, unwissend, dass er an diesem Tag ausgeschattet werden sollte? Auch die Hausdurchsuchung bei der Familie in Großbritannien befeuert diese Theorie. Zahlreiche Kamerateams haben sich vor dem millionenschweren Anwesen versammelt, als die Polizei zur Hausdurchsuchung ausrückt. Und sie müssen nur kurze Zeit später alle wieder die Straßen räumen. Sämtliche Häuser aus der Umgebung müssen evakuiert werden und ein Entschärfungskommando rückt an, da die Polizei etwas potenziell Gefährliches gefunden hat. Am Ende entpuppt es sich als Fehlalarm. Doch was die Polizei im Haus des Ingenieurs und der Zahnärztin gefunden hat, dazu schweigen die Behörden bis heute. Doch es kommen zwei weitere Details aus der Hausdurchsuchung ans Licht. Saad hat nur wenige Tage vor dem Mord alle Schlösser am Haus tauschen lassen. Und er hat sich vor kurzem einen Taser zugelegt, ohne dass er eine Waffengenehmigung hat. Alles Zufälle? Oder gab es einen Grund, warum sich der Luft- und Raumfahrtsingenieur schützen wollte? Nach Wochen der Ermittlungen kann die Polizei keine Verbindung zwischen den Morden und Saads Job ziehen. Auch sein Bruder Said glaubt nicht an die Spionagetheorie. Saad hatte nie Zugang zu streng vertraulichen Informationen. Er ist davon überzeugt, dass die Hintergründe der Tat nicht in Großbritannien zu finden sind, wo die Polizei anfangs ermittelt, sondern in Frankreich. Er glaubt daran, dass sein Bruder und dessen Familie Zufallsopfer waren. Vielleicht die eines verrückten Attentäters, der bis heute noch auf freiem Fuß ist. Doch statt eines Verdächtigen kommt ein weiteres, angebliches Motiv an die Öffentlichkeit. Befeuert wird es von der französischen Boulevardpresse und der deutschen Bild. Saads und Saids Vater hätte Geld für den Diktator Saddam Hussein aus dem Irak auf das Schweizer Bankkonto geschmuggelt. Eine unfassbare Anschuldigung für Said. Er kritisiert öffentlich die rassistische Berichterstattung, die seiner Familie unterstellt, dass ihr Vermögen nur durch die illegalen Geschäfte mit einem Diktator zustande gekommen sein sollen und sie Teil des Regimes gewesen wären. Für Said sind diese Schlagzeilen besonders schmerzhaft. Nicht nur, dass sein Vater ein erfolgreicher Geschäftsmann war, der es durch legalen Weg zum Wohlhaben der Familie gebracht hat, die Al-Hillis waren auch politische Flüchtlinge. Saids und Saads Onkel galt ein Jahr lang als verschwunden und wurde von dem irakischen Geheimdienst verschleppt, bis er wieder auftauchte. Er wurde gefoltert und litt an irreparablen Hirnschäden, was die Familie veranlasste, ihre Heimat zu verlassen und nach Großbritannien zu ziehen. Sie sind genau vor diesem Regime geflohen, dem sie nun Verbindung nachgesagt bekommen. Bis heute kritisiert Said Al-Hilli nicht nur die Berichterstattung, sondern auch die Ermittlungen der französischen Behörden. Sie haben sich zu schnell auf fragwürdige Motive fokussiert, die ihr vorurteilsbehaftetes Denken zum Vorschein bringen. Eine wohlhabende irakische Familie wird getötet. Es muss also etwas moralisch Verwerfliches wie Spionage oder politische Verflechtung dahinter stecken. Doch was, wenn die Familie wirklich nur zur falschen Zeit am falschen Ort war? Was, wenn der Angriff gar nicht ihnen galt, sondern dem Mann, von dem bislang nur angenommen wurde, dass er ein Zufallsopfer war? Der Radfahrer. Neben den Al-Hillis ist auch der Radfahrer Sylvio Moyer Opfer des rätselhaften Vierfachmordes. Was, wenn eigentlich er das Ziel des Täters war? Sylvio Moyer ist 45 Jahre alt, dreifacher Vater, geschieden und lebt mit seiner neuen Freundin in der Gegend. In der Region ist er als begeisterter Radfahrer bekannt. Er kennt die Ortschaften, kennt die Wälder und Straßen
und hätte eigentlich wissen müssen, dass die Straße, auf der er tot aufgefunden wurde, völlig ungeeignet war für sein teures Rennrad. Warum fuhr er also trotzdem diese Strecke? Wollte er sich dort mit dem Mörder treffen? Warum weist sein Körper mehr Schusswunden auf als die der Familie Al-Hilli? Laut Ermittlungen ist es sogar wahrscheinlich, dass auf ihn zuerst geschossen wurde. Waren also nur die Al-Hillis zur falschen Zeit am falschen Ort? Die Behörden nehmen außerdem an, dass Zainab mit der Waffe bewusstlos geschlagen und nicht erschossen wurde, weil dem Mörder die Patronen ausgegangen sind. Würde ein offensichtlicher Profi wirklich zu wenig Munition zu einem Auftragsmord mitnehmen? Oder hatte er keine weitere Munition bei sich, weil eigentlich nur eine Person ausgeschaltet werden sollte? Doch wenn der Anschlag tatsächlich Sylvain Moyer gegolten haben soll, welches Motiv hätte sich dahinter verborgen? Die Medien finden schnell heraus, dass Sylvain Moyer in einer örtlichen Fabrik arbeitet, die ein Zulieferer nuklearer Komponenten ist. Und es verbreitet sich schnell das Gerücht, dass er als Nukleartechniker vielleicht doch mit Saad Al-Hilli unter einer Decke stecken könnte. Hat Sylvain Moyer vielleicht nukleare Geheimnisse verkauft? Haben der Nukleartechniker und der Raumfahrtingenieur zusammengearbeitet und mussten deshalb beide sterben? Doch es dauert nicht lange, bis sich auch diese Theorie als falsch herausstellt. Entgegen der Annahmen der Boulevardpresse hat Sylvain in der Fabrik nicht in leitender Position gearbeitet. Er war Schweißer, ohne Zugang zu internen Informationen. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass sie Saad und Sylvain gekannt haben. Sie haben nie Anrufe, Mails oder SMS ausgetauscht. Mutmaßlich haben sie sich an ihrem Todestag das erste Mal und nur zufällig gesehen. Doch wenn sich der Mord nicht gegen Sylvain Moyer richtete, gegen wen dann? Wer soll solch ein erschreckendes Verbrechen ausgelöst haben und warum? Vielleicht eine Person, die die Behörden lange Zeit gar nicht im Visier hatten. Eine Person, die tatsächlich Geheimnisse hatte, die bis zu ihrem Tod nie herauskam. Die Vergangenheit. Es dauert 2 Jahre, bis eine unfassbare Schlagzeile durch die internationale Presse geht. Die französischen Ermittlungen haben ergeben, dass Iqbal Al-Hilli Jahre vor den Morden ein Doppelleben geführt hat. Eine geheime Vergangenheit, von der weder ihre Eltern noch ihr Ehemann gewusst haben. Es ist das Jahr 1999. Iqbal ist 34, hat nach der Flucht aus dem Irak den Großteil ihres Lebens in Schweden verbracht und arbeitet als Zahnärztin, als sie ihren Eltern plötzlich verkündet, dass sie in die USA ziehen wird, um dort zu arbeiten. Doch sie wissen nicht, was sich wirklich dahinter verbirgt. Iqbal, die für kurze Zeit in Dubai gearbeitet hat, hat in dieser Zeit dort einen Mann kennengelernt, der 13 Jahre ältere ehemalige Polizist und Bohrinselarbeiter James Dudley Thompson. Als Iqbal Hals über Kopf zu James zieht, ist es nicht die Liebe, die die beiden verbindet. Iqbal hat schon immer von einem Leben in den USA geträumt. Mit James hat sie nun endlich die Möglichkeit, ohne dass ihre strenggläubige Familie davon erfährt. Unter dem Namen Kelly lebt und arbeitet sie im Süden der USA. James und sie heiraten sogar, damit Iqbal eine Green Card bekommt. Dass das Ganze eine Zweckehe ist, ist jedem in der Familie Thompson bewusst. Die angebliche Kelly hat ein eigenes Schlafzimmer im Haus von James und sie haben sich nicht einmal geküsst. James' Sohn sagt in einem Interview 2014, »Wir wussten alle, dass sie Dad geheiratet hatte, um an eine Green Card zu kommen. Aber das war okay. Mein Vater war so. Er wollte Menschen helfen. Und damit wollte er Kelly helfen.« Mit James' Kindern und dem Rest der Familie versteht sie sich gut. Sie freuen sich für James, der dank ihr Gesellschaft gefunden hat. Auch wenn seine Kinder bereits ahnen, dass die Ehe zwischen ihrem Vater und Kelly nicht lange halten wird. Sie merken, dass Kelly nicht glücklich in den USA wird und dass es für sie keinen American Dream gibt. Ihre Zulassung als Zahnärztin wird nicht anerkannt. Stattdessen muss sie als Arzthelferin mit geringem Lohn arbeiten. Anfang 2001 entschließt sich Iqbal deshalb, James wieder zu verlassen und nach Dubai zurückzukehren, wo sie schließlich Saad kennenlernt und mit ihm nach Großbritannien zieht.
Über ihre Vergangenheit in den USA hat sie allerdings bis zu ihrem Tod geschwiegen. Weder ihre streng religiösen Eltern wussten, dass ihre Tochter 2 Jahre nicht in Dubai, sondern in den USA als verheiratete Frau gelebt hat, noch hat sie Saad jemals gesagt, dass sie bereits verheiratet war. Was also, wenn der Mord eigentlich Iqbal galt? Verlief die Zweckehe vielleicht doch nicht so harmonisch? Wollte James Rache an seiner Ex-Frau? Als die Polizei James Thompson zu seiner Ex-Frau befragen will, tut sich für sie ein weiteres Mysterium auf. James ist tot. Gestorben am 5. September 2012. An dem Tag, an dem Iqbal und ihre Familie ermordet wurden. Es ist der 5. September 2012 in Natchez, Mississippi. Fast 8000 Kilometer entfernt von Annecy und 7 Stunden nach dem Vierfachmord, als sein Auto an einer roten Ampel hält. Doch als es grün wird, fährt der Wagen nicht mehr. 45 Minuten fahren Autos daran vorbei. Die denken, dass der Fahrer, der drin sitzt, eine Panne hat und auf einen Abschlepper wartet. Doch er ist tot. Der 60-jährige James Thompson hat einen Herzinfarkt am Steuer seines Autos erlitten. Zumindest glaubt das 2 Jahre sein gesamtes Umfeld. Er hat ungesund gelebt und niemand hat daran gezweifelt. Bis plötzlich 2 Jahre später die Polizei vor ihrer Tür steht. Als sie erfahren, dass die Frau, die sie nur unter dem Namen Kelly kannten, am selben Tag mit ihrer Familie ermordet wurde, können sie das nicht fassen. Kann James' Tod am selben Tag wirklich nur ein Zufall sein? James' Familie sagt aus, dass sie seit der Trennung nichts mehr von Iqbal gehört haben. Auch die Ermittlungen können keine Hinweise darauf geben, dass die beiden noch Kontakt hatten oder James für den Mord an der Familie verantwortlich ist. Doch was, wenn die beiden einen gemeinsamen Feind hatten und beide am selben Tag getötet werden sollten? James' Familie lässt der Gedanke, seitdem sie vom Vierfachmord erfahren haben, nicht mehr los, dass James' Tod doch kein natürlicher Herzinfarkt war. Was, wenn er vergiftet wurde und er deshalb einen Herzinfarkt bekam? Sie wollen eine Exhumierung seines Leichnams, um 2 Jahre später eine Obduktion durchführen zu lassen, doch die amerikanischen Behörden geben keine Zustimmung. Sie glauben an die Theorie der französischen Polizei. Der Tod von James und der Mord an seiner Ex-Frau waren nur seltsame Zufälle. Die Verdächtigung. Es gibt nicht viel, was die Polizei an Beweisen im Fall der 4 getöteten Menschen in den französischen Alpen hat. Sie haben 2 unbekannte DNS-Spuren am Auto gefunden, die allerdings in keiner europäischen Datenbank registriert sind. Am Tag des Mordes waren 4000 Handys in den umliegenden Funkmasten eingeloggt. Laut Zeynabs Aussage habe der Mörder schwarze Kleidung getragen. Und es gibt ein Phantombild des möglichen Täters, das auf Aussagen von Waldarbeitern fußt, die einen Motorradfahrer in der Gegend gesehen haben. Erst 2013 veröffentlicht die französische Polizei das Phantombild und sie suchen den Mann, der auch ein wichtiger Zeuge sein könnte. Doch er meldet sich nicht bei der Polizei. Könnte er also der Mörder sein? Monate später kann die Polizei herausfinden, wer womöglich auf dem Bild zu sehen ist und wen die Waldarbeiter am Tattag im Wald gesehen haben. Eric Dewasu, ein ehemaliger Polizist. Er gilt als jähzornig, hat kurz vor den Morden eine Waffenlizenz beantragt und besitzt eine illegale Waffensammlung. Nach 4 Tagen in der Untersuchungshaft kann die Polizei keine Verbindung von ihm zu einer der getöteten Personen feststellen. 8 Jahre später, im Jahr 2022, wird er erneut festgenommen und muss bei einer Rekonstruierung der Tat vor Ort teilnehmen. Erneut können die Ermittlerinnen Eric Dewasu nichts nachweisen. Erst 2015 kommt ein weiterer Verdächtiger ans Licht. Patrice Menegaldo. Doch er ist mittlerweile tot. Als die Polizei 2014 die Liste aller Handydaten abarbeitet, sitzt ihnen an einem dieser Tage der 50-jährige Patrice Menegaldo gegenüber. Er ist ehemaliger Fallschirmjäger der Fremdenlegion, die Eliteeinheit des französischen Militärs. Ein ausgebildeter Profikiller und somit ein Mensch, der genau in das Profil des Vierfachmörders passt.
Er ist ein Bekannter von Silvio Moyes Partnerin, weshalb er als Zeuge befragt wird. Erst Jahre später kommt heraus, dass er lange Zeit sogar eine Beziehung mit Silvio Moyes Schwester geführt hat. Die Befragung dauert nur eine Stunde. Er geht nicht als Verdächtiger und wird nur als möglicher Zeuge befragt. Doch 2 Monate nach der Befragung ist Patrice Menegaldo tot. Er hat Suizid begangen und hinterlässt einen Abschiedsbrief. Er habe es nicht mehr ertragen können, als Verdächtiger im Vierfachmord zu sein. Doch er wurde bis dahin nie verdächtigt. Soll eine einstündige Polizeibefragung wirklich einen ehemaligen Elitesoldaten, der psychologisch ausgebildet ist für Extremsituationen, in den Suizid getrieben haben? Oder konnte er vielleicht nicht mehr mit der Schuld eines Vierfachmordes leben? Bis heute hat die Polizei darauf keine Antworten. Genauso wie auf die vielen weiteren Fragen, die der mysteriöse Mord seit mehr als 10 Jahren aufwirft. Bis heute ermitteln sowohl die französischen als auch die britischen Behörden noch aktiv im Fall, um endlich zu klären, warum 4 Menschen sterben mussten oder ob sie wirklich nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren.